ich wieder lieber. Oh, ja. Lass mal eins plus drin. Ja, ja. Ganz ehrlich, die paar Meter, die muss er noch schaffen. Mit seinen 18, 17, Felix, das schaffe ich nicht. 16, das schaffst du nicht. 15, 14, 13. Ah, komm. Das ist nicht mehr lang. Nee. Häng den Anhänger ab. Häng ihn ab. Nein, ich häng ihn nicht ab. Ich häng ihn nicht ab. 5 Liter. Ja, muss ich dich halt ziehen, das ist jetzt ein Stück wahrscheinlich. Herzlich willkommen im Schlamm, um genau zu sein, im Vulkan. Zumindest sollen wir da unsere Mission erledigen, hier in Spin Tires mit dem Felix, wie man da hinten schon sehen kann. Hey ho! Und ja, wir sind mal wieder mit den Fahrzeugen unterwegs, mit den dicken, fetten Fahrzeugen, aber diesmal nicht in Ghost Recon Wildlands und nicht in GTA 5, sondern Spin Tires. Ich habe mal, ich glaube, vor 2 Jahren oder schon länger her, ein paar Videos drüber gemacht. Es ist total lange her, auch hier auf YouTube. Aber ja, okay, lassen wir das. Wir wollen ja uns um heute jetzt kümmern. Gut, wir haben uns ein paar Modfahrzeuge geschnappt. Die sind keine Originalen. Nichts Original, sondern wir haben einmal das Fahrzeug aus Arma 3, das wahrscheinlich viele kennen, die Arma 3 gespielt haben, der Typhoon. Dann neben uns einen schicken Humvee mit dicken, fetten Rädern. Und da hinten noch so ein Ami-Schlitten. Ich glaube, das ist so ein... Das sind beides eigentlich Amis. Genau, okay, ja, dann. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich sind es alles Ami-Schlitten. Bis alles auf, was du hast. Bis auf deiner. Okay. Deiner ist das eigentlich ein bisschen russische... aus Arma heißt, das müsste eine russische Technik sein. Russische Technik, dabei. Gut, dann haben wir da hinten auf jeden Fall noch so einen fetten Truck. Und hier auch nochmal so einen total unnützen, mega langen, den wir nie im Leben benutzen werden. Aber gut, okay. Das kann auch gut sein, dass es jetzt hier mehrere Parts gibt, weil das Video ein bisschen länger wird. Ich würde sagen, wir rüsten aber erst unseren Fahrzeug aus. Wie wollen wir es machen? Wollen wir wahrscheinlich zuerst mit dem... Also ich nehme wahrscheinlich den Typhoon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich bin überlegen, ob ich nur erstmal mitfahre mit dir, mit dem Kleinen, und dann direkt auf Erkunden gehe. Oder... Ich glaube, das mache ich auch. Ja, oder, wir fahren zusammen weil mit wir dem müssen, Fahrzeug. Ich kann euch mal ganz kurz was hier auch zur Aufgabe sagen. Wir müssen zur Stammausgabe mit den Fahrzeugen und dann zum Ziel und insgesamt 8 Baumstämme? Genau. Oder 8 Ladungen? Ich weiß nicht, wie das genau berechnet wird. Auf jeden Fall 8 Einheiten von Baumstämmen hinbringen wahrscheinlich. Und das ist nicht ganz einfach, weil Schlamm und so, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen aber es erstmal so, dass wir jetzt am besten schon gescheite Fahrzeuge dorthin fahren. Also Fahrzeuge, die transportieren können. Ja, dann habe ich eine Idee, dann mache ich nämlich mal den Humvee. Kann er dadurch schon die Garage freischalten, fahrt es mit Tank mit auf. Und du holst mal Benzin und schnappst dir dann, um dein Fahrzeug aufzutanken. Und dann kannst du ja mitfahren. Hochfahren, okay. Oder? Das klingt doch. Ich rüste es erstmal aus. Das Coole an dem Humvee ist einfach, dass der so modular ist. Ja, weil ich würde jetzt eher sagen, ich nehme jetzt vielleicht zum Verladen der Stämme direkt in einen Kranwagen mit hier. Achso, also ja, das mein Ding, auch machen, weil ich glaube, das ist, wir brauchen ja einen Kranwagen. Und genau. Dann ist es ganz praktisch. Und ich kann ja noch einen Wagenanhänger dazu nehmen. Ja. Wo ich dann noch 2 Kurzholzdinger dran machen kann. Ich starte mal kurz und fahre ein Stückchen vor, damit ich ein bisschen mehr Platz habe für den Wagen. So. Frage ist halt, wir haben noch nicht viel Benzin dabei. Das heißt, wir müssen uns erstmal irgendwie hochtasten. Zu der ersten Tankstelle. Easy machen wir das, Felix. Zur Tankstelle. So, ich bin ready. Ich baue noch ein paar Sachen an hier. Kabel, da haben wir ein bisschen Reparatur dabei. Wunderbar. Ich bin auch soweit. So, jetzt müssen wir schauen. Wir fahren genau den Weg zur Stammausgabe Kraftstoff. Ja, ich markiere mir den mal ein bisschen. Willst du voraus oder soll ich? Ich fahre voraus. Also, du kannst schon voraus, wenn ich hole dich eh ein. Ach so. Okay. So, hier links müsste es sein. Gut, man kann in diesem Spiel auch hier Allrad und Differentialsperre anmachen, beziehungsweise auch differenziert voneinander anmachen. Sprich, wir können den Allrad separat von der Differentialsperre anmachen. In dem Fall können wir jetzt die Differentialsperre gar nicht anmachen, weil, ja, bei dem Fahrzeug geht es nicht. Aber jetzt zum Beispiel der Felix hat ein Fahrzeug, wo es immer an ist sogar. Alles, also der Allrad genau. Genau. Aber das Ding zieht an, der haben wir hier. Das ist. Aber er schluckt auch. Also ich habe jetzt in dem Sinne, ich schluck gerade 40 Liter. Ja, ich habe hier gerade im Moment 48. Das geht ja, auch genau. Voran.
Muss überlegen, aber du bist ein LKW natürlich noch und hast einiges zu transportieren. Immer diese Ami-Technik, ne? Nix funktioniert. Und natürlich zieht auch der Allrad mehr Sprit und wir müssen jetzt versuchen, mit dem Kraftstoff, den wir haben, was nicht ganz so einfach ist, die ganzen Stämme rüberzubringen und auch die fetten Riesenfahrzeuge durch das schlammige Gelände hier. Das ist echt nicht ganz einfach. Also da müssen wir echt aufpassen. So, bisschen Carwash hier. Ah, da bist du ja schon. Was machst denn du da, Kollege? Ich wollte auf dich warten, aber naja. Gang nicht rein. Kamera. Ja, erstens das und zweitens Kameraführung ist ja dann immer die beste. Ja, wir haben hier sogar so eine Art provisorische Ego-Perspektive. Da geht's den Berg hoch. Jawohl. Aber selbst nur mit Allrad, ohne den 1-Plus-Gang, wo wir nochmal ein bisschen mehr Power zuschalten können, kommen wir hier locker den Berg hoch. Easy. Genau, ich glaube, du zockst ja mit Tastatur ganz normal. Genau, und der Felix, der ist am Rudern. Genau, ich habe mir ein Lenkrad angeschlossen, das G27, und ganz mal auch Haarschaltung nutze ich dazu. Der Felix mit seinem Logitech-Lenkrad hier macht direkt Werbung. Aber so muss das sein. Bin ich überhaupt richtig gefahren? Das weiß ich nicht. Einfach der Straße nach immer. Ah, da bin ich richtig gefahren. Ich mach gerade die Verdeckung auf. Ja gut, wir kommen locker hin. Also wir haben 144 Liter noch. Oh, hallo. Da war irgendwas auf der Straße. Das hat ein bisschen Schaden gemacht. Ah, hier links. Ich kann nicht auch reparieren. Ich habe jede Menge repariert. So, da hoch. So, was habe ich denn? Allrad. Insgesamt? Komm, mach jetzt nicht schlapp. Oh, jejeje. Okay. Da muss ich ein Stück zurücksetzen noch. Ich kann dich auch noch was ziehen, ne? Ja, kein Ding. Im Moment, glaube ich, ist es kein Problem, da hochzukommen. Ich muss nur rechtzeitig. Nee. Der 1 Plus will nicht. Aber es geht auch ohne. Und dann tue ich in der Zeit schon mal auftanken. Ja. Dass ich schon mal wenigstens ready bin. Generell, du kannst ja theoretisch gesehen schon mal die ganzen Verdeckungen beseitigen. Okay, dann mache ich das. Direkt. Während ich das Kurzholz vielleicht. Ja, wobei ich könnte dann direkt das nächste Auto herfahren. Theoretisch. Die Frage ist, überlegen ist, ob wir eher. Die Frage ist, ob wir Kurzholz über transportieren wollen. Oder wir müssen lieber Langholz gleich nehmen. Gleich die Riesendinger. Ja, da brauchen wir aber auch das riesige Fahrzeug, ne? Oder ja. Irgendwie sowas. Aber wenn du schon dabei hast, kannst du natürlich schon etwas transportieren, so ist nicht. Aber ich glaube, naja, gut, wenn wir zweimal Langholz nehmen, dann haben wir eigentlich die Mission innerhalb von einem Gang durch, ne? Wahrscheinlich, ja. Also, weil Kurzholz gibt 2 Punkte, dann gibt wahrscheinlich Langholz 4. Genau, müsste so alles stimmen. So, ich bin hier bei der Tankstelle angekommen. Jetzt wird erstmal getankt. Einmal voll machen, bitte. Genau, und ich fahre direkt zur nächsten Deckung. Okay, so, schauen wir mal direkt, wo der Felix jetzt ist und was wir machen. So. Hier ist auch ein Fahrzeug, habe ich irgendwie freigeschalten an dem. Was ist das? Hier an der Stammausgabe. Ah, okay. C255, wenn ich mich nicht irre. Wahrscheinlich so ein kleiner, oder? Ja, so ein russisches. Ja, das Ding ist, ich muss ihn selber wieder alleine freischalten, wenn ich ihn nutzen will. Das ist ein bisschen blöd. Gut, wir könnten jetzt theoretisch gesehen noch ein anderes Fahrzeug herholen. Ich würde den fetten M1070 mal herfahren. Mit eben dann Langholz. Würde ich machen. Okay, also die ganz, ganz großen. Den, oder diesen, achso, nee. Diesen, du weißt, diesen Ami. Achso, ja. Ja. So, oi, der haut ganz schön raus. Das Benzin, na gut. Das ist Wasser. Wie gesagt, das Diesel. Noch umweltfreundlicher. So. Hier, der Felix, der will jetzt hier den Trailer nämlich nochmal länger machen, als er schon ist, aber da habe ich gesagt, nee. Das ist schon lang genug. Das ist schon größer als. Ja, was weiß ich. Als alles. Ja, ich meine, du bist auch nicht gerade kürzer. Doch. Doch. Oh, doch. Ja. Gut, fahren wir mal hier. Ein Stückchen. Aber ich meine, ich ganz sicher. Was hast denn du alles drin? Allrad oder? Allrad, ja, mehr geht ja nicht. Differential hast du es nicht drin. Ah, jetzt hat. Ja, im 1 Plus geht's, ne? Also, ja, gut, bei mir kann ich es immer machen. Aber so. Differential. Oi, schluck der 85 Liter, hatte ich gerade auf der Uhr. Oh, okay, das habe ich nicht. Über 20 Liter. Ja. Der geht ganz schön ins Benzin durch. Ich fahre aber gerade mit dem ersten Gang. Ja, 1 Plus gehe ich gerade ran, aber fahren wir überhaupt richtig? Ja, wir fahren richtig. Oh, ich gebe mal lieber Gas, ne? Ja. Junge. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das schon Allrad ist hier. Da geht's nicht so voran. Ja, das Ding ist halt ziemlich schwer und ich habe nicht mal Benzin hinten drin. Dann wird's richtig schwer. Noch lustiger dann später. Hier links, ne?
Ja, ich bin gerade, ob ich irgendwas einklappen kann. Was kann man die Sachen? Jetzt Differentialspieler. Hänger einfahren. Oh, das ist ja Gold wert. Oh, natürlich. Ja, genau, dann tust du die hinteren Reifen hoch, ne? Ja, perfekt. Nee, es ist komplett. Ich bin jetzt. Sehr schön. Ja, ja. Ich zieh alles an mir ran, sozusagen. Ja, das kenne ich bei dem anderen ganz großen, der schon standardmäßig im Spiel ist. Genau, bei denen geht es auch. So, Differentialsperre aus im leichten Gelände, sonst geht die kaputt. Was nicht gut ist, das macht Schaden. So, mal schauen. Weit ist es ja nicht mehr. Und ich habe nur noch 120 Liter. So, hier jetzt raus aus dem 1 Plus und rein in die normalen Gänge, weil jetzt wird es schneller. Und der 1 Plus, der dreht nur höher, der bringt nicht so viel. So. Fünfter Gang bei guten 10 km/h, so muss es sein. So, hier jetzt nach rechts rum. Es wird langsam Nacht, ne? Eine gefährliche Sache. Ich muss gucken, wo das Licht anmacht. Es war Hupe. War Licht. Ja, ich. Ja. Hast wieder hier umgestellt alles. Ah ja, ja, stimmt. Bist du noch hinten dran? Ja, ich bin hinten dran. Alles klar. Weißt du, ich bin noch. Frühstück in den Plan, so. 85 Liter habe ich noch. Na gut, da bin ich noch gut dabei. 230. Ja, man muss schauen halt, dass man immer irgendwie Allrad richtig einsetzt. Ich hätte lieber einen kleineren Tank mitgenommen von dir. Nicht den ganz großen gleich. Es gibt ja noch einen kleineren, wo du... Ja, aber wir machen ja keine halben Sachen, ne? Sonst wäre es ja nicht... Ach so. Ja, sonst wäre es ja langweilig, wenn wir hier so easy durchs Gelände kämen. Ja, klar. Du musst ja hier das Schwierigste vom Schwierigsten probieren. Ich meine, wir haben ja nicht gerade das größte Problem mit Kraftstoff zu kämpfen, aber... Ja, 64 Liter, das reicht locker noch für so gute 200 Meter, hallo? Und was braucht, was schluckt er denn aktuell? 47,50. Ach so. Jetzt haben wir noch 55 gleich. Jetzt haben wir nur noch... Da kannst du mit runterzählen. Warte, hier links oder so? Links, ja. Ah ja. Oh, stehen bleiben ist nicht so die gute Idee gewesen. Ja, jetzt müssen wir schon die Winde benutzen. Ich schieb mal. Nicht umkippen! Nicht umkippen! Ja, warte. Ich mach gar nichts. Tu mir einfach winden. Danke. Mit F kannst du ja die Winde ziehen, ne? Danke. Wusste ich nicht, ne? Ja gut. Weiß es ja nicht. So. Gut. Komm. Und 1 plus. Gönn er sich. Zieh da an. Schau, wie er anzieht. Schau, ich hätte sogar noch einen größeren Tank mitnehmen können. Alles klar. Man muss ja auch übertreiben. Easy. So. Jetzt wird's auch Nacht. Das ist optimale Stimmung für uns. So, und jetzt müssen wir nur noch zur Tanke finden. 28 Liter, das wird eng. Aus dem 1 Plus raus, Allrad aus. Ah, ne, Allrad lassen wir lieber mal an. Ich würde lieber... Ah, ja. Lass mal 1 Plus drin. Halt noch... Ja, ja. Ganz ehrlich, die paar Meter, die muss er noch schaffen. Mit seinen 18, 17, Felix, das schaffe ich nicht. 16, das schaffst du nicht. 15, 14, 13. Ah, komm. Ist nicht mehr lang. Nee. Häng den Anhänger ab. Häng ihn ab. Nein, ich hänge ihn nicht ab. 5 Liter. Da muss ich dich halt ziehen, das ist jetzt ein Stück wahrscheinlich. Wow. Ich glaube, ich habe noch einen Reservetank. Ach so. Ich glaube es. Und jetzt ist er aus. Aber der ist ja nicht leer, der wird nicht aufgetankt. Ja, warte. Der ist... Ja, der ist leer. Warte. So, kannst du mich direkt ziehen? Lass mich erstmal... Ich habe 55 Liter. Lass mich erstmal schnell auftanken. Wir wollen nicht das ganze herausfordern. Wir wollen nicht das ganze Risiko eingehen. Also, ich bin hier ein bisschen trocken. So, dann haben wir mal 900 Liter getankt. Schöne Aussicht haben wir ja, ne? Schöne Holzbäumstäme. Ich sehe genau nichts mehr. Ach du Scheiße, es ist stockdunkel. Pass auf, ne? Da ja, ich sehe es gerade. Das habe ich gerade erst gesehen. Der Rücklicht hat ja genau 0. Ja, ich hab zwar an, aber das siehst du natürlich nicht, ne? Das Interessante ist irgendwie, wenn man immer halt den Bereich ist, dann wird alles einem stockdunkel. Das siehst du wirklich... Keine 50 Meter, kaum fährt aus dem Bereich raus, sehe ich wieder ein bisschen was. Ja, ja. So komisch. Kenne ich. Wenn du auch das Licht ausmachst am Fahrzeug, siehst du hinten mehr. Ah, Soweit ich weiß. Das war bei mir so. Warte. Ja, stimmt. Ja, hier, ich gebe dir die Tipps. Einen Moment. Warte, ich glaube, das geht schon. Ich muss vorne auswählen. Was ist jetzt los? Geht ohne Motor geht meine Winde nicht. Oh, wow. Das heißt, du musst. Dann hänge ich dich ein, ja. Oder ich muss dich richtig anhängen, weil wenn ich jetzt hier am Anhänger einhänge, ja gut, probieren wir es.
Okay, ja, weil mein Wind im Motor wahrscheinlich nicht geht. Ne, der geht auch nicht. Bedeutet, du musst mich jetzt ziehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Da wird es interessant, Du das wird hast mich jetzt oben richtig. eingehängt. Aber ja, fahr mal los. Ja, es geht. Ja. Easy, schau an. Hallo, wir haben gescheite Fahrzeuge hier. Sieht halt richtig blöd aus. Wie ein Sattelaufliege, was runterkippt. Ja. Du musst mich übrigens zur Rechten bewegen, ne? Weil da links steht meiner. Mein So, fetter ja. Taifun. Du reißt mir gleich meinen Sattel so. Ich konnte dich nirgendwo anders einhängen. Reißt mir den bitte ja nicht runter. Nö, nö, nö. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Haben wir Ich lenke jetzt gleich. leicht ein. Ja, geht. Geht, geht, geht. Lenke voll ein. Geht. Und stopp, danke. Danke, danke. Stopp. So. Jawohl. Wunderbar, ein super Team sind wir hier. So, Super. alles voll. Reservetank und den Trailer haben wir auch voll gemacht. Ich park den mal am besten da hinten, hinter uns. Mach das. Muss es wieder. Weil ich brauche den jetzt so und so nicht. Also, das war jetzt nur, dass wir mal einen haben. Ja, klar. Falls wir ihn mal brauchen unterwegs. Was So. bestimmt möglich sein kann. Ja, das kann sein. So, gut, okay. Ich tue ihn mal hier absetzen. Beziehungsweise ich stelle das Fahrzeug hier ab. Wunderbar. Gut, und dann Fahrzeug wechseln. Ja, beziehungsweise ich gehe jetzt wieder in den Aber dann nicht Kamaz. reingehen, noch nicht, noch nicht, noch Noch nicht? nicht. Ja, okay, ich gehe nicht Weil in den ich wollte Kamaz. gerade schnell auf die, zum Tank nochmal drauf Ja, schnell fahren. mach das. Und danach machen wir direkt im Okay, nächsten perfekt. Video weiter mit der Beladung von dem Ganzen, was wir direkt hier haben, zum Holz, wie man sehen kann, da hinten. Und das machen wir. Fährst du schon mal hin? Jo. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier in Spin Tires ein bisschen, ja, Dreck aufwirbeln. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.